Das neue Jahr ist gestartet und wir haben uns in Zwickau einmal umgehört, wie die Leute ins neue Jahr reingerutscht sind und was denn deren Vorsätze sind. Ins Jahr gerutscht bin ich einfach nur wahnsinnig entspannt. Habe mit meinem Freund zusammen gefeiert, ein bisschen auf die Katzen aufgepasst bei dem ganzen Geknalle, die das natürlich immer nicht so toll finden. Und Vorsätze habe ich ehrlich gesagt gar keine, außer glücklich und zufrieden sein. Was ja heutzutage auch schon nicht so einfach ist. Wie immer, feucht, fröhlich, aber nur zu zweit mit meiner Frau. Dass alles friedlich bleibt und gerecht zukommt. Ruhig zu Hause auf dem Sofa. Und vor allen Dingen Gesundheit, ne, für 2020. Das ist die Hauptsache, ne? Oh, wir sind gut ins neue Jahr gerutscht mit unserer Familie. Unsere Vorsätze, wir wollen umziehen auf jeden Fall, wir wollen zusammenziehen. Und ja, sag du mal noch was. Ja, ist noch sehr frisch das neue Jahr. Vorsätze, ja, umziehen, Führerschein machen, Arbeit wieder suchen, also das tägliche halt. Aufhören zu rauchen, erstmal. Und ja, ich habe mit Familie gefeiert. Silvester. Guten Rutsch gehabt. Ja. Ruhig und bescheiden, zu zweit vorm Fernseher. Gesundheit vor allen Dingen. Und das letzte Jahr arbeiten. Und dann war's das. Ich habe tatsächlich keine Vorsätze, außer weiterhin glücklich zu sein und mein Leben zu genießen. Pff, alles in Ordnung. Alles gut. Ja, auf alle Fälle Gesundheit. Das ist ganz wichtig. Ne? Und dass man immer Arbeit hat. Ne? Was auch wichtig ist. Und dass wir Frieden haben. Das ist ganz wichtig. Ne? Frieden auf der Welt. Ne? Sind wir voll zufrieden. Alle Kinder gesund und Mutter sind. Gesund bleiben. Das ist alles. Weiter haben wir nichts auf dem Herzen. Also ich bin gut ins neue Jahr gekommen und meine Vorsätze gesünder ernähren und Sport machen. Wir sind gut ins neue Jahr gerutscht und unsere Vorsätze waren aufzuhören zu rauchen und gesund zu ernähren. Das übliche halt, was wahrscheinlich jeder Zweite sich vornimmt. Ja.